Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal ein Unboxing von mir, beziehungsweise es ist eigentlich nicht wirklich ein Unboxing, also ich habe es schon aufgemacht. Es kam an letzte Woche, da war ich in Berlin und dann hat es meine Schwester erst aufgemacht, weil sie natürlich neugierig war, was drin war. Und dann habe ich zu Hause auch erstmal schnell angeschaut und schon Bilder gemacht und jetzt heute habe ich endlich Zeit, das Video zu filmen. Deswegen ist es eigentlich schon offen und angeboxt, aber ich möchte euch natürlich trotzdem zeigen, was drin war. Und zwar geht es um die Fairy Loot Box. Es ist jetzt der dritte Monat, dass ich die Box habe und ich bin echt so zufrieden damit. Ich bin so begeistert. Und ich muss euch auch sagen, ich hatte jetzt für die Mai Box, ja, für die Mai Box ein kleines Problem bei mir mit der Bestellung. Das hat nicht ganz funktioniert, was aber total mein Problem war. Und der Kundenservice, die waren so nett und hilfreich und haben echt ewig mit mir rumgemacht, damit wir das alles wieder richtig hinkriegen und ich meine Mailbox bekomme. Und es hat jetzt geklappt. Ich bekomme meine Mailbox und mein Abo ist noch aktiv und alles hat alles geklappt. Aber da war ich so begeistert, weil ich hätte echt nicht gedacht, weil es war echt mein Fehler und ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht und dann hat es halt nicht funktioniert. Und sie konnten mir echt helfen und haben mir geholfen und haben mir auf meine E-Mail geantwortet und so. Und da war ich echt begeistert. Das wollte ich nur von vornherein mal sagen. Aber fangen wir an, was in der Box ist. Das erste ist natürlich hier diese tolle Karte. Wie immer muss ich sagen, ich finde einfach auch schon die Karten einfach total toll. Das Thema diesen Monat ist Dreams and Wishes. Und hier hinten ist nochmal alles drauf, was in der Box drin ist. Das erste, was hier drin ist, ist diese Tasche. Die ist von Miss Fee. Und da steht drauf, Madness is a matter of perspective, little dreamer. Und das ist von The Mime Order. Das ist ein Buch aus der Bone Season Serie von Samantha Shannon. Und ja, es ist eine ganz normale Jute-Tasche, wobei wahrscheinlich nicht aus Jute, aber ihr wisst, was ich meine. Die gefällt mir echt ganz gut. Also ich habe die Bone Season noch nicht gelesen, die Serie, habe ich aber vor. Und ich finde auf jeden Fall die Tasche auch super schön und gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir ein kleines Notizbuch von Portico. Das ist ein Edelstein-Notizbuch. Ich habe Emerald bekommen und Emerald ist, also die Farbe zu Emerald ist grün natürlich. Und der Monat ist der Mai und dann gibt es auch eine chemische Gleichung, aber ne? Und es wurden wohl verschiedene Bücher rausgeschickt, also mit den 12 Edelsteinen für die 12 Monate. Ich hätte natürlich gern den für den Monat September bekommen, weil ich im September Geburtstag habe. Ich weiß aber nicht mal, was das ist. Oder ich hätte gern einen Saphir oder so bekommen, für Blau, für Ravenclaw. Aber Emerald ist grün und Slytherin und da habe ich auch kein Problem damit. Das Notizbuch hat goldene Ecken, wie ihr sehen könnt, und ist einfach liniert. Und oh, hier vorne seht ihr nochmal so das Ding. Ich finde es eigentlich voll cool und ich bin ja jemand, ihr habt vielleicht auch schon meine Bullet Journal Videos und so gesehen, also ich habe gern Notizbücher und Listen und so, aber deswegen bin ich auch ziemlich wählerisch bei meinen Notizbüchern und ich brauche eigentlich nur die Notizbücher, die ich habe. Also ich benutze mein Bullet Journal und wenn das leer ist, brauche ich natürlich ein neues und mein Bookish Bullet Journal und wenn das leer ist, brauche ich natürlich ein neues. Aber so Notizbücher nebenher brauche ich eigentlich nicht. Deswegen weiß ich noch nicht, wofür ich das benutzen werde. Ich werde es aber auf jeden Fall aufheben und es ist wirklich schön. Und es ist auch richtig hart. Also es ist gute Qualität. Das nutze ich. Dann gibt es von House of Wonderland diesen Pin hier. Da steht Dreams drauf. Also ein schöner Pin, den kann man sich an der Jacke oder so hinmachen. Der ist echt süß. Vor allem, also mir gefallen natürlich auch die Farben. So glitzerndes Blau und Rosa. Das ist echt schön. Und der ist wirklich toll. Dann gibt es von Meraki Candles eine Reverie-Kerze. Reverie-Kerze, das war jetzt gerade irgendwie komisch. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die riecht so toll. Ich habe die dem letztens angemacht für ein Bild und mein Mann lag auf dem Sofa und der, was riecht hier so gut, was ist das? Und ich so, das ist die Kerze, so sieht sie aus. Ich habe sie natürlich schon angezündet, sie ist einfach weiß, hat aber so pinken Glitter und die riecht jetzt schon so gut. Vanillig riecht sie, aber nicht nur, also es steht hier drauf, Mint, Marshmallows und Candy Floss. Okay. Ja, es riecht auf jeden Fall, also sie riecht wahnsinnig toll und ja, eine echt tolle Kerze, die ich noch zukriegen muss. So sieht sie aus. Dann haben wir hier noch diesen Magneten, da steht drauf, Follow your dreams, they know the way. Und das ist speziell von Fairy Loot. Also da gibt es niemand, der das gemacht hat, das ist einfach von Fairy Loot. Und den finde ich auch toll. Mein Problem ist, mein Kühlschrank ist so, der hat keinen Magnet. Der ist genauso wie die Schränke in der Küche und so halt mit so einem Holz oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall habe ich keinen Kühlschrank mit Magneten dran, wo ich Magneten dran machen kann, was voll schade ist, weil gerade der gefällt mir auch super. Und ja. Dann kommt wahrscheinlich das
Interessanteste an der ganzen Box. Und zwar, nur auspacken. Und dann haben wir diese Tasse. Und die Tasse sagt, to the stars who listen and the dreams that are answered. Das ist ein Zitat aus A Court of Mist and Fury, was natürlich jetzt im Moment super toll ist, weil ja erst A Court of Wings and Ruin rauskam und gerade nochmal so in dem Fandom einfach nochmal so ein bisschen der Hype ein bisschen größer geworden ist für das neue Buch. Und deswegen freue ich mich auch total, jetzt die Cats zu haben. Ich fand A Court of Mist and Fury wahnsinnig toll. Besser als der erste Teil, aber beide fand ich toll. Und es sind einfach Hammerbücher. Und ich fand auch die Stelle, wo das Zitat her ist, das Zitat wunderschön. Und es ist meine erste Tasse, die irgendwie besonders ist. Nicht nur meine erste Buchtasse, sondern generell meine erste Tasse, die irgendwie besonders ist. Weil ich kaufe auch eigentlich nicht so besondere Tassen. Ich habe ganz normale Tassen von Ikea und ich mag das, dass die alle gleich aussehen. Aber mein Mann hat eine Tasse von Juve, also seinem Fußballverein, auf den er steht. Und jetzt habe ich auch eine Tasse und die ist so schön. Okay. Lasst uns weitermachen. Ganz viel Fusselzeug. Ups. Und dann haben wir hier eine Postkarte von Hunted von Megan Spooner, oder? Ja, Megan Spooner. Werbung quasi. Und dann hier nochmal Werbung quasi. Und zwar von Spindlefire. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass Spindlefire in dieser Box drin ist. War es aber nicht, sondern nur Werbung dafür. Und dann haben wir natürlich wieder dieses Säckchen. Holen wir erstmal alles andere raus, was hier drin ist. Wir haben einmal natürlich den Brief der Autorin, so wie immer. Dann haben wir den Fairy Scoop, also wo nochmal so Infos drauf sind und solche Sachen. Dann haben wir das Kärtchen mit meiner Reading Buddy Hashtag Nummer. Und dann haben wir das Buch. Und da ist nochmal was. Was ist da noch mehr? Ah, und das ist neu. Und zwar gibt es jetzt jeden Monat ein Lesezeichen, das dasselbe Design drauf hat wie die Karte. Und hinten steht nur so Fairy Blue drauf. Und das finde ich ja total toll. Ich hoffe, die nächsten sind auch so schön. Wobei ich muss sagen, ehrlich gesagt, dass wie die Frau hier drauf gezeichnet ist, also auch auf der Karte, das Gesicht so gefällt mir nicht so. Aber wenn man nicht so genau hinguckt, ist es einfach total toll. Und generell gefällt mir halt so der Stil, wie alles gezeichnet ist, wie auch auf den anderen Karten. Dann, jetzt aber endlich zum Buch. Und zwar ist es Given to the Sea von Mindy McGuinness. Ja, und da war ich leider etwas enttäuscht. Ich habe gehofft, dass das Buch nicht drin ist, weil ich habe das von NetGalley schon bekommen und habe schon gelesen. Und ich habe ihm, glaube ich, 3 Sterne gegeben, weil ich es jetzt nicht so toll fand. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass das Buch drin war. Aber ja, Buch ist Buch. Tolles Buch. Und es sieht schön aus. Wobei mir es nicht so ganz gefällt, dass das Cover so in Hochglanz ist. Unten drunter ist es einfach nur so einfach. Und hier drin ist auch noch der Kleber mit der Unterschrift, um den hier reinzumachen. In diesem Buch geht es um ein junges Mädchen, sie heißt Cosa und sie ist irgendwie, also jede Generation wird ein Mädchen der See geopfert, damit die See nicht das Land überschwemmt. Und es ist immer so quasi, die Cosa lebt quasi nur so lange, bis sie sich von irgendjemand hat schwängern lassen, eine Tochter auf die Welt gebracht hat und dann wird sie quasi an die See geopfert und ihre Tochter wird dann fern von allen Leuten aufgezogen, einfach nur mit dem Ziel, sich irgendwann schwängern zu lassen, eine Tochter zu haben und an die See geopfert zu werden und so geht's halt weiter. Nur funktioniert das dann nicht so ganz und dann passieren so ein paar Sachen und dann wird sie zum Schluss nicht geopfert. Bis jetzt, es geht weiter, wer weiß, vielleicht wird sie doch geopfert. Aber bis jetzt wurde sie noch nicht geopfert, Spoiler. Hätte ich das nicht sagen sollen? Ich glaube, ihr könnt euch denken, dass, wenn es ein Buch drum geht, dass sie nicht geopfert wird. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, tut es mir leid, dass ich euch gespoilert habe. Ich hoffe, selbst wenn ich euch gespoilert habe, gebt mir trotzdem einen Daumen hoch und abonniert mich und lasst mir gerne einen Kommentar da. Sagt mir, wie euch die Box gefallen hat, ob ihr sie auch habt oder nicht und generell, was ihr von dem Buch haltet. Vielleicht kennt ihr es ja schon. Und ja, das war's. Tschüss!